ein kleines Samenkorn. Es ist Herbst. Ein stürmischer Wind fegt die Samenkörner einer großen roten Blume durch die Luft. Weit bläst der Wind sie über das Land. Aber da ist ein Samenkorn, das kleiner und zartiger ist als die anderen. Was wird aus ihm und wohin fliegen sie alle? Eins der Samenkörner lässt sich bis über die Wolke tragen. Es fliegt ganz alleine weiter hinauf, hoch und immer höher hinauf zur Sonne. Die anderen segeln weiter, das kleine Samenkorn segelt hinterher. Sie wirbeln über hohe Berge, da fällt eins auf einen eiskalten, schneebedeckten Gipfel. Hier kann es nicht wachsen und keine Wurzeln schlagen. Es bleibt liegen und erfriert. Die übrigen trägt der Wind mit sich fort. Endlich hörte der Wind zu blasen auf. Die Samenkörner fallen sacht zur Erde. Da hüpft ein großer Vogel über die Wiese und pickt ein Korn auf. Das kleine Samenkorn liegt versteckt zwischen den Grashalmen. Es ist so winzig, dass der Vogel es nicht entdeckt. Viele Monate liegen die Samenkörner in der Erde, bis der Frühling kommt. Die Sonne scheint warm, der Regen fällt. Und in den Samenkörnern wird es lebendig. Sie werden rund und dick. Und eines Tages platzen sie auf. Kleine Keime wachsen aus ihnen heraus. Sie breiten feine Wurzeln in der Erde aus und schieben Stängel und Blätter ans Licht. Neben der ersten jungen Pflanze hat sich ein fettes Kraut bereit gemacht. Das nimmt ihr die Sonne und den Regen weg. Da kann sie nicht weiter wachsen und verwelkt. Das kleine Samenkorn hat länger gebraucht als die anderen. Aber nun ist es soweit. Es hat Wurzeln geschlagen und beginnt Blätter zu entfalten. Das Pflänzchen, das aus dem kleinen Samenkorn gewachsen ist, wird langsam größer. Aber es hat noch keine Blüten. Und die Blume neben ihm ist schon rot und schön. Der Sommer zieht ins Land. Nur noch die Pflanze aus dem kleinen Samenkorn ist von allen übrig. Sie wächst und wächst. Die Sonne gibt ihr Licht, der Regen gibt ihr Wasser und sie hört nicht auf zu wachsen. Sie wird größer als die Menschen, größer als die Bäume, größer als die Häuser. Und sie bekommt eine leuchtende rote Blüte. Von weiter kommen die Leute, um sie anzuschauen. Und alle wundern sich, wo hat es jemals eine so riesige Blume gegeben? Der Wind bläst so heftig, dass die rote Blume alle Blätter verliert. Aber der Wind hat noch nicht genug. Er schüttelte ihren Blütenkopf, bis der Samenkorn locker wird und herausfliegen. Dann jagt der Wind weiter. Die Samenkörner bläst er vor sich her. Sie segeln weiter über das Land.